Heftige Schneefälle sorgen in Nord- und Mittelitalien weiterhin für Probleme. In einem Bergdorf in der zentralitalienischen Region Latium mussten eine Mutter und ihr Sohn mit einem Helikopter gerettet werden. Hohe Schneeberge hatten ihnen den Weg aus dem Haus versperrt. In der Provinz Belluno in Norditalien versucht die Feuerwehr, die Straßen mit Bulldozern von den Schneemassen zu befreien. In den nächsten Tagen wird für Regionen oberhalb von 500 Metern auch weiter starker Schneefall erwartet.